Em nome des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Engel Gottes, mein Beschützer, dir hat Gottes Vaterliebe mich anvertraut. Erleuchte, beschütze, regiere und leite mich. Amen. Heilig Ludwig Maria Grignon von Montfort, bitte für uns. Selige Alessandrina von Balazar, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich entschuldige mich heute mit dieser Stimme, aber hier ist ein bisschen kalt in Österreich, in unserer Region. Aber trotzdem, wie habe ich auch jetzt diesen Ruf an der selige Alessandrina von Balazar, vielleicht ist nicht so bekannt von euch, aber das ist auch unsere heute, ne, in unserer Gemeinschaft ist eine Hochfest auch, weil wir feiern heute diese Selige und sie stammt aus Portugal und ist unsere Mitpatronin. Und sie hat eine große Rolle auch in dieser ganzen Gabe an Jesus durch Maria. Sie hat auch sehr, sehr viel gelebt, diese Spiritualität. Und diese Spiritualität, das heißt, diese Weihe des unbefleckten Herz Mariens, und Jesus selbst hat sie gebeten, diese Weihe, die ganze Welt an das unbefleckte Herz Mariens, und sie hat auch sehr als mystischer gelebt, und sie war fast 30 Jahre ins Bett gelegt und hat jeden Freitag auch die Passion Christi gelitten. Und ja, ungefähr so diese Geschichte. Wenn sie hat auch diese möchten auch kennenlernen und kann man auch durch Internet und nur schreiben, selige Alessandrina von Balazar, und gibt es auch eine Webseite, die spricht über ihr Leben. Und wir bitten diese Fürsprache von selige Alessandrina von Balazar für unser Video heute, dass wir beginnen wirklich jetzt mit dem Buch, dieses Lesen, und damit auch wir sehr viel auch in diesen Geist auch kommen, unsere heiligste Jungfrau Maria auch kennenlernen und durch sie Jesus besser kennenlernen und lieben. Und ja, und ich habe schon eine SMS geschrieben und habe ich gebeten auch, diese erste Kapitel letzten Samstag zu lesen. Ich hoffe, dass alle haben auch diese Möglichkeit, den Text zu haben und zu lesen. Wenn nicht, bitte diese Woche auch diese erste Kapitel und auch der zweite Kapitel, weil jetzt beginnen wir auch diese Woche diese zweite Kapitel, und damit auch jede Woche ich kann auch euch ein Video schicken. Und ja,
Und auch, ich hoffe, dass alles, alle auch haben bekommen das Video, die erste Videos, diese Einführung, diese Geschichte von Heilig Ludwig und Maria von Montfort und auch diese Geschichte, diesem Buch, ne? Das Goldene Buch. Ich hoffe, dass Sie alle, dass ihr alle habt diese Möglichkeit, diese Texte und auch dieses Video auch zu sehen. Und jetzt treten wir in den Texte des Buches an. Ja, diese erste Katechese werden wir über die erste 59. Punkte zu reden. Diese erste Punkt bis Nummer, diese, bis dem Punkt 59. Und in diesem ersten Kapitel sehen wir, wie die Mutter Gottes im Plan Gottes immer war und ist. Deshalb können wir dieses göttliche Projekt in zwei Prinzipien, und hier steht, ne, diese zwei Prinzipien. Und erstes, Gott wollte sich Mariens bei der Menschwerdung bedienen. Und zweiter Punkt, Gott will sich Mariens bei der Heiligung der Seelen bedienen. In Punkte von 1. bis 13. der heilige Ludwig Maria erklärt einige Muttergottes-Tugenden, die in der Zusammenfassung steht, die Demut. Das heißt, alle diese Tugenden der Mutter Gottes kann man auch nur sagen, die Demut. Und in Demut, in der Demut steht alles. Alle Tugenden Mariens, kann man sagen, sie war demütig. Und das erklärt alles. Aber der heilige Ludwig Maria sagt viel, viel, viel in diesem Buch wegen dieser Tugend. Das heißt, die Haupttugend ist die Demut. Wenn jemand wirklich demütig ist, und dann hat, kann man sagen, alle anderen Tugenden. Und darum fürchtet den Dämon, weil durch die Demut man kämpft gegen den Hochmut, die große von allen Sünden. Das heißt, die Demut ist die große Tugend, und die Hochmut, die große Sünde, vor alle Sünde, alle Sünden. Und dann dieser Kampf, ne? Maria und Teufel. Maria hat gewonnen, weil sie war so demütig. Und der Teufel ist verloren und hat verloren und bis in Ewigkeit wegen dieser Hochmut. Wenn wir wirklich den Teufel gewinnen, wir sollen einfach demütig zu sein. Und dann ist alles geschehen. Ne? Alles, ja, wir können wirklich mit Demut alle Macht und alle, was alles, alle Böse, dass der Dämon, der Teufel uns versuchen. Und können wir nur mit Demut, ne, kämpfen. Der heilige Ludwig im Punkt 5. über die Marias Demut und ihre Kleinigkeit erinnert die Christusworte, der sie immer als Frau nennt. Das heißt, immer
Jesus nennt, ne, unsere ruft unsere Mutter Gottes als Frau. Wir haben verschiedene Punkte auch bei der Bibel, ne, wo steht, da Jesus sagt Frau. Und der heilige Johannes Paul II. In der Enzyklika Redemptoris Mater erklärt auch dieser Punkt auch, ne, wo man sagt, dass Christus, wenn er seine Mutter als Frau ruft, als Frau nennt, er wollte nicht erniedrigt seine Mutter. Nein, im Gegenteil. Er wollte auch ihre Rolle erhöhen in der Plan, in der Heilsplan der Dreifaltigkeit. Wenn er Frau sagt an die Mutter Gottes, er wollte nicht, dass ja sagt Frau, ne? Nein, das ist er wollte diese Plan Gottes, diese Heilsplan, Maria in diese Heilsplan erhöhen. Ja, wenn wir schauen, zum Beispiel diese Nachwuchs, die Gott sagt im Genesis Buch, wo er sagt an die Schlange, ne? Und auch im Apokalyps, in Offenbarung des Johannes, wo steht auch dieser Kampf, die Frau gegen der Drachen. Und steht auch diese Frau im Anfang und am Ende. Und hier in der Mitte, bei der Kreuz und beim Kreuz, Jesus sagt auch, siehe deine Mutter. Und an der Heilige Johannes. Und dann sagt, Frau, siehe deinen Sohn. Und hier der heilige Johannes Paul II. In diese Enzyklika Mutter des Erlösers, er sagt wegen dieser Prophezeiung, dass ich an die letztes Video auch gesagt, diese Prophezeiung. Die Frau, die im Anfang und auch am Ende der Heiligen Schrift, die steht, ist dasselbe, die steht immer mit der Alpha und Omega. Der ist der Christus selbst. Und diese Frau steht da, in der Heilsplan Gottes. Und dies ist sehr, 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 sehr interessant zu merken, weil hier ist der Plan Gottes und diese Prophezeiung, dass wir vielleicht nie gehört haben, ja, wegen wie Gott macht ja, sein Plan. Und dann im Punkt 6, der heilige Ludovic nennt sie als göttliche Maria. Und auch dieser Ausdruck, göttliche Maria. Und göttliche hier bedeutet nicht andere Gott, dass Maria ist eine Göttin. Nein, im Gegenteil. Dieser Ausdruck, die fühle unsere Berufung zur Vollkommenheit bedeutet. Das heißt, werden wir alle
in Gott vergöttet, da in Gott nichts unheil und ungeordnet ist. Das heißt, wir sind berufen, heilig zu sein, heilig zu werden. Ja, wir sind in dieser Welt, auf dieser Welt, damit wir jeden Tag noch eine Schritte, noch einen Schritt zur Helligkeit kommen, zur Heiligkeit kommen. Und wir sind berufen, vollkommen zu sein. Und wenn wir vollkommen werden, wir werden wie Christus, ne? Weil Gott ist vollkommen und wir sind auch berufen, das so zu sein. Und dieser Ausdruck göttlichen werden wir alle. Wir sind in Gott definiert. Ne? Gott hat uns gerufen, mit ihm zu sein. Und wir werden mit Gott und so im Himmel werden wir diviniziert. Das heißt, so wie Wasser ins Meer. Ne? Wir sind so im Himmel, Gott ist das Meer. Und wir kommen mit unseren Tropfen und können wir in diese Meer kommen. Ne? Und wir werden so zu sein. Nicht Gott, das wollte Satan, ne, am Anfang. Und nein, das wollen wir nicht. Gott, aber wir werden in Gott sehr verbunden, dass wir auch, können wir sagen, wir sind diviniziert. Darum ist es so genannt, auch Jesus sagte da. Also, wenn wir in Gnadestand sind, können wir sagen, dass wir sind vergöttert. Und wie die Mutter Teresa sagte, andere Christus. Und wir werden andere Christus, können wir auch sagen, wie der heilige Apostel Paulus. Er ist nicht mehr ich, der in mich lebt, sondern Jesus selbst lebt in mir. Und das ist unsere Berufung. Der Heiligkeit, der Vollkommenheit. Nach dieser Erhöhung der Mutter Gottes in diese ersten Punkte bis 13. Ist überraschend schön, wie der heilige Ludwig Maria ihre große, die große Mariens hier erklärt. Und im Punkte 14. Er unterstricht die menschliche Natur und sagt, Maria ist ein bloßes Geschöpf. Sehr interessant. Im Vergleich mit Gott, sie ist nichts, sagt der heilige Ludwig Maria. Er sagt sehr klar, dass Gott konnte die Heiligung der Menschheit allein erfüllen und brauchte keine Hilfe, auch nicht der Mutter Gottes. Er braucht Mutter Gottes nicht, er braucht Maria nicht. Aber das ist das Geheimnis, das war sein Wille. Und das ist großes Geheimnis. Sehr großes Geheimnis, dass wir können nicht mit unserem Kopf verstehen. So groß ist. Gott wollte das. Und was Gott will, ist nicht irgendwie eine Erfahrung oder so. Nein, Gott macht keine Erfahrung.
Gott will und das ist vollkommen. Nur einmal Gott denkt und das ist so. Was Gott denkt, was Gott macht, ist immer vollkommen. Das ist großartig. Darum in Punkt 15 sichert. Seit Gott, die allerseligste Jungfrau Maria erschaffen hat, wollte er seine größten Werke durch sie beginnen und vollenden. Gott wollte nur durch Maria alles beginnen und vollenden. Das heißt, Gott will mit der allerseligsten Jungfrau Maria rechnen für die Heiligung aller Menschen. Alle, auch die Protestanten, auch die Muslime, auch, ne? Wenn jemand im Himmel kommt, ist immer durch Maria, weil das ist Plan Gottes und Gott kann ihn nicht anders machen. Das ist der Plan Gottes und bleibt immer so. Er verändert nichts. Alle diese Wahrheiten sind im Magnificat, wo der Mutter Gottes sagt. Denn auf die Niedrigkeit seine Macht hat er geschaut. Das ist sehr groß. Maria sich als klein, als nichts vor Gott erkennt. Sie schaut sie selbst als sehr klein vor Gott. Sie weiß schon, dass sie ist nichts im Vergleich mit Gott. Sie schaut sie so. Der heilige Ludwig sichert, dass Gott werde in Ewigkeit seine Gesinnung und sein Verhalten nicht ändern. Das heißt, die Heiligung der Menschen, der Menschheit, ist der Plan Gottes, ist immer mit Maria. Und diese Gesinnung und diese Verhalten Gottes bis in Ewigkeit, ne, nicht enden. Welcher Trost haben wir? Diese zwei Punkte, 14. und 15. sind als Grund, als Basis der montfortanischen Lehre. Die hat als Kern die ewige und menschgewordene Weisheit, das heißt Jesus Christus. Und diese steht im Zentrum dieser Spiritualität. Die ewige und Menschwerdung und menschgewordene Weisheit, Jesus Christus. Alle marianische Frömmigkeit muss christozentrisch, das heißt, Christus muss der Ende aller unserer Werke, Gedanken oder Ziel sein. Jesus, jede unsere Werke, jede unsere Frömmigkeit, unsere Andacht an Maria, soll man Christus als Ziel, ne? Nicht Maria. Maria ist ein Durchgang. Maria ist dieser Kanal. Maria ist diese Brücke, wo man gehen zu mit
Sie und und sicher finden wir Jesus. Und sie führt uns. Und nicht nur führt, sondern bringt uns. Ne? Nehmen uns mit ihre Hände, ne? In dieses Ziel, zu diesem Ziel. Jesus Christus. Und auch, wenn wir sagen, Maria, wenn wir rufen Maria und sie ruft Gott. Und sehr, das ist sehr interessant, sehr groß, weil manchmal denken wir, ne, ich kann allein kommen, ich kann allein gehen. Warum brauche ich Maria zu diesem Ziel gelangen? Warum brauche ich? Und das ist sehr interessant, weil wir brauchen diese Hilfe, weil mit der Erbsünde unsere Liebe, unsere Reinheit ist krank geworden. Wir lieben nicht so einfach, wir können nicht auch die Gnade Gottes in uns behalten. Ein Nichts machen wir alles kaputt, kann man sagen. Ne? Diese Erbsünde, die uns so gemacht, unsere Seele, unsere Gedanken, unsere Werke, ist alles, was wir machen, ist mit diesem Makel. Und Maria kommt zu uns als große Hilfe. Dass sie hat diesen Plan Gottes, die Willen Gottes in Fülle gelebt. Und nur sie unter den Menschen konnte wirklich den Willen Gottes erfüllen. Und sie ist unsere, nicht nur unsere Versprecherin, dass wir rufen, wenn wir brauchen, sondern dass wir wie der Heilige Johannes Maria angenommen hat und wir sind auch eingeladen, auch diese Schritte machen, auch diesen Weg machen mit Maria, damit wir nicht in den anderen Weg kommen und dann werden wir auch verlieren in diese Wege. Und wir brauchen Maria um unser Ziel auch erlangen. Und so, der Heilige Johannes Paul II. Sagte, sehr interessant, er hat gesagt, ich habe mit dieser Spiritualität, diese Beziehung mit Maria auch bemerkt, dass nicht nur Maria führt uns zu Jesus, sondern auch Jesus führt uns zu Maria. Weil das ist, das kann man nicht trennen. Jesus und Maria ist so verbunden, dass das kann man nicht trennen. Und Maria, der Wunsch Marias ist uns alle zu Jesus bringen. Dies ist die Mission Marias in unsere, für die Menschheit. Und Jesus auch führt uns zu Maria, das heißt, sie, hier ist deine Mutter. Hier ist deine Mutter. Und das ist eine Einladung. Gott winkt niemand, aber er stellt
viele, viele, viele Mittel, damit wir auch unsere, was wir brauchen, so schnell, sicher und kurz kommen können. Das ist diese große Hilfe. Und der heilige Augustinus sagt, dass wir, es steht in einem Rundgesetz, ne, das ist so, meine Zirkular, immer. Das heißt, wir kommen von Gott, Gott ist da, wir kommen von Gott und müssen wir zu Gott wiederkommen. Das ist so. Wir kommen von Gott und sollen wir zu Gott wiederkommen. Das ist so. Immer diese Rundgesetz. Immer sind wir in diesem Prozess. Absteigend und aufsteigend. Also, der absteigende Prozess geht um Gott zu uns zu kommen. Maria als Geschöpf ist nichts in diese Richtung, so sagt Heilig Ludwig Maria von Montfort. Das heißt, wenn wir schauen, nicht, wir können nicht schauen von dort, aber ja, wenn wir schauen in diese Richtung, Gott zu Maria, und wir sehen Maria zu klein, wenn wir vergleichen, wenn wir schauen, zum Beispiel, wenn ich schaue jetzt von hier eine Kind, ne, oder eine Person, die steht unten. Ich schaue zum Beispiel durch das Flugzeug, ne, wenn wir schauen von oben, wir sehen die Menschen dort auf der Erde sehr klein, ne, sehr, sehr, sehr klein. Und schaut diese kleine Insets, ne, wenn wir schauen von oben. Von Gott ist ungefähr so. Dieses Beispiel ist nicht so optimal, aber wenn wir schauen, Gott ist größer. Ne? Gott ist größer. Wenn wir schauen von Gott an Maria, Maria ist nichts. Nichts. Aber dann, er kommt. Der absteigende Prozess geht um Gott zu uns zu kommen. Ne? Maria als Geschöpf ist Geschöpf wie uns. Und in dieser Vergleichung mit Gott, er ist nichts. Aber beim aufsteigenden Prozess, das heißt, von unserem menschlichen Zustand zu Gott, es gibt kein anderes Geschöpf groß und würdig als Maria. Weil der Herr, und dann diese Worte von Maria, ne? Magnificat. Der Herr hat Großes an mir getan. Und dann, und so, von Gott zu Maria, Maria ist nichts, weil gibt es keinen Unterschied, keine Vergleiche, ne? mit Gott, Maria und Gott. Maria ist Kreatur, Gott ist Gott. Darum, wenn die Protestanten und die anderen sagen, dass wir beten Maria an, das ist eine große, große, große Lüge. Können wir nicht so sagen, weil können wir eine Kreatur anbeten? Nur Gott, nur Gott. Und dann später, diese fast die letzte Kapitel, sagt auch über diese Kult an Maria und an Gott und der Heilige und so weiter. Aber hier, wenn wir schauen dann, wenn wir schauen von uns zu Maria, diese Richtung, ne?
Und dann Maria ist so groß, ne? Ist jemand, das nicht nur Kreatur, ein Geschöpf ist, sondern sie ist von Gott erhöht, eine sehr hoch Stieg, weil sie ist Mutter Gottes geworden. Und das kann man nicht anders, kann man nicht andere Titel, niemand war Mutter Gottes außer Maria, ne? Und das ist sehr groß und können wir nicht vergleichen, die Kreaturen mit Maria. Das ist sehr groß. Das heißt, Gott hat sie in hohe Stieg auch mitgebracht, ne? Kann man so sagen. In andere Worte, wir sind, können wir sagen, in andere Worte, dass wir sind nichts im Vergleich mit der Mutter Gottes, ne? Das ist die Würde, Mutter Gottes zu sein. Und können wir auch dieses Motto sagen: An Gott Vater durch Jesus, an Jesus durch Maria. Sehr schön, ne? Durch Maria wollte Gott unsere Erlöser zu uns senden. Ne? Diese Brücke, dieser Kanal, ne, ist Maria. Und durch diesen Kanal wollte Gott Jesus uns senden, uns schenken. Darum das Geheimnis, sehr betrachtet von Heilig Ludwig Maria und kann ich auch sagen, auch von der Kirche, ist die Menschwerdung Jesu. Die große Feste, die sehen wir die Menschwerdung Jesus sehr, sehr tief betrachtet. Na, und der Heilige Ludwig Maria auch nimmt diese Fest auch als Fest der Geweihten, ne, der Geweihten, das heißt die Menschen, die diese Marienweihen auch ablegen und die große Fest, diese Spiritualität, kann man so sagen, ist die Menschwerdung Jesu am 25. März. Und das heißt, das Hochfest, das Fest dieser Spiritualität ist die Menschwerdung Jesu. Und in die Kirche, na, welche sind die größten Hochfeste, ne, die wir feiern? Und wir sagen Ostern und Weihnachten. Und die beide diese Feste feiern wir, ne, sehr groß in der Kirche. Und das heißt Anfang und Ende des irdischen Lebens Christi. Und vorher, ne, die Menschwerdung Jesu. Das heißt, wir feiern hier den Anfang und das Ende des irdischen Lebens Jesu, ne, auf der Erde. Auf der Erde. Sehr schön und sehr tief dieses Geheimnis. Und auch immens, immens. Wenn wir besonders, na, besonders kann man sagen, besonders, weil hier haben wir auch erlebt, diese sehr tief auch Vorbereitung und so weiter. In Brasilien auch gibt es, aber hier in der Kirche ist sehr. Ja, für uns, wir haben auch spüren, ne, gespürt diese Vertiefung, diese Vorbereitung auf der Weihnachten und Ostern und sehr, sehr voll Zeichen, ne? Und für uns war auch diese Erfahrung sehr
sehr interessant und können wir da sehen. Na, wir sind in dieser Vorbereitung im Adventzeit und immer erwartend, ne, dass Jesus kommt. Kommt, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Und dann zu Ostern, Fastenzeit und diese Woche, die heilige Woche, Karwoche und sehr, sehr, sehr tief, ne, sehr, sehr, ja, habe nichts anderes, andere Worte zu, ja, so ausdrücken, aber ja. Und dann schauen wir auch in unsere Credo und unsere Glaubensbekenntnis, wo steht: Empfang durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das Wort ist Fleisch, Mensch geworden. Hier steht in unserem Glaube. Sehr wichtig, das zu verstehen, diese Abstieg Gottes. Wenn wir nicht die Missio Christi verstehen, dann ist sehr schwierig und fast unmöglich, die Missio Marias auch zu ergreifen. Die Anfang der Menschwerdung Jesu ist gleichzeitig die Anfang des großen Liebeprüfung, die Höhepunkt liegt am Kreuz und ist auch eine Akt sehr tiefe Demütigung. Das ist diese Demütigung-Akt im Kreuz, beim Kreuz, dass ein Gott für uns gestorben ist. Jesus Christus. Und mit diesem Ja von unserer Mutter Gottes, damit wir Leben in Fülle haben. Und das ist groß Geheimnis auch. Und viele, viele Menschen wollen auch das verstehen. Wenn verstehen nichts, und dann, na, ich glaube nicht und ich komme nicht mehr in die Kirche und so weiter und so fort. Aber das ist Geheimnis und können wir nicht mit unserem kleinen Kopf verstehen. Wir glauben ist wirklich glauben an etwas, die wir nicht sehen und manchmal auch nicht ergreifen können. Das heißt, wir wollen mit diesem Glaube, diesem Vertrauen an Gott, Vertrauen an seine Kirche, was die Kirche aus uns sagt, und dann wir wachsen im Liebe, in der Liebe auch. Ne? Und diese Liebeprüfung, dass Gott für uns gestorben ist, damit wir Leben in Fülle haben. Und diese Demütigung Gottes erklärte auch der heilige Paulus an die Philipper. Und ich lese gerade da von der Bibel, ist der Epheser. Epheser, Kapitel 2, Versikel von 5 bis 8.
und die steht so. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesu auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Diese groß Geschenk Gottes. Welche Demut, sehr erstrahlend an die heiligste Jungfrau Maria. Da gibt diese Wahrheit, dass Gott braucht niemand, um die Menschheit zu retten, möchte ich den Unterschied zwischen Glaube und Frömmigkeit an die Jungfrau Maria hervorzutreten. Ja, und ich habe gesagt, und der heilige Ludwig Maria am Anfang sagt, dass Gott brauchte keine Hilfe, kein Mensch, um die Menschheit zu retten. Und aber ist sehr interessant, wissen auch, was ist Glaube und was ist Frömmigkeit. Und was sind die Frömmigkeit zu essen? Sind die Elemente, das heißt Formen, die man verwendet, um den göttlichen Kult an Gott zu geben. Wegen der marianischen Frömmigkeit zum Beispiel, ich habe die Freiheit, diejenige, die mir am meisten gefallen, anzunehmen. Zum Beispiel, ich bin gewöhnlich, das Offizium der Immaculata zu beten. Und nicht die sieben Freude Mariens, zum Beispiel. Oder ich liebe die Andacht an die Jungfrau Maria von Fatima als die Andacht an die heiligste Jungfrau vom Karmel. Und die Frömmigkeit darf ich wählen, was gefällt mir, was ist gewöhnlich oder was ist besser, was ich finde gut und gewöhnlich auch, ne? Aber das ist in der Frömmigkeit, hm? Aber im Glauberaum habe ich keine Freiheit um Wählen. Warum? Weil wenn wir sprechen über Glaube, das ist ein Teil des Dogma der Kirche. Da sollen wir nur vertrauen. Wenn gehört an dem Glaube etwas, und das sollen wir nur vertrauen, nicht wählen. Wenn etwas ist ein Dogma, und dann ich kann nur anvertrauen. Nicht sagen, das glaube ich nicht, das will ich nicht machen oder so. Nein. Wenn gehört zu Glaube, sollen wir als Katholiken sagen, ich glaube, obwohl ich nicht verstehe. Ich glaube, weil die Kirche sagt so,
Und die Kirche ist von der Heilige Geist geführt. Das ist im Glaube und Moral, ne? Ist so. Im Glaube und Moral die Kirche, die Päpste können nicht Fehler mehr machen, ne? Und wir glauben, ne? Was die, unser Glaube spricht, sagt, und dann wir vertrauen. Und das ist die, was kommt vom Glauben. Und so der Glaube, und jetzt wegen der Mutter Gottes, und so der Glaube an die heiligste Jungfrau Maria ist in vier Dogmen zusammengefasst. Und haben wir vier Dogmen für die Mutter Gottes. Erstes, Mutter Gottes, ne? Mutter Gottes zu sein. Zweite, immerwährende Jungfräulichkeit Mariens. Dritte, unbeflecktes Empfängnis. Und vierte, Aufnahme Marias in den Himmel. Das ist die vier Dogmen der Kirche über die Mutter Gottes, die sollen wir als Katholiken glauben. Wenn wir in etwas, die unsere Glaube spricht, nicht glauben wollen, und dann einfach sollen wir sagen, dass wir nicht die Glaubebekenntnis der katholische Kirche sind, diese Glaube. Wir können nicht als ich bin Katholik und ich glaube nicht an der unbeflecktes Empfängnis Mariens. Ne? Das ist keine katholische Glaube. Verstehen Sie? Und wenn etwas auch Fragen, die Sie stellen wollen, dann können Sie auch durch SMS schicken. Und dann wir versuchen auch zu erklären, zu geben die Antwort. Okay? In diese Wahrheiten, mein Glaube soll nicht schwanken oder nur einige glauben, einige Sachen glauben und andere nicht. Ich kann nicht, okay, ich bin Katholik, aber ich glaube diese Wahrheit und diese Wahrheit, die Kirche sagt, ich glaube nicht. Und das kann man nicht sein. Durch mein Glaube, ich glaube, dass Maria ist Mutter Gottes, ist vor, während und nach der Geburt Jungfrau geblieben, ist ohne Sünde empfangen und ist auch in den Himmel aufgenommen. Sie, unsere Glaube. Das erste Dogma Mutter Gottes war im Jahr 431 bei der Epheser-Konzil gesprochen und dann gekommen, ne? Zu uns, diese Dogma war in diesem Jahr. Alles in Maria ist Konsequenz ihrer göttlichen Mutterschaft und die große Titel der Mutter Gottes. Der Mutter Gottes ist Mutter Gottes. Ne? Und können wir nicht, wenn wir wollen, Maria freudig machen, können wir nur sagen, diese Titel. Ne? Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Das ist, macht sie voll Freude, nein, weil diese ist die höhere Titel, das kann man sie rufen.
Und sehr interessant bei der Litanei, ne, der lauretanische Litanei, der erste Ruf der Litanei ist Mutter Gottes. Ne? Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Und sehr interessant auch, die andere Litanei kommt auch, zum Beispiel der heilige Josef kommt auch, Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, und dann beginnt. Heiliger Josef, bitte für uns. Du erleuchtest Bruder David, bitte für uns und so weiter und so fort. Weil die Mutter Gottes, Theotokos, ne, ist die große, diese Titel der Mutter Gottes. Dann kommt hier den Rosenkranzgebet. Das ist kein Dogma, ne? Der Rosenkranzgebet ist kein Dogma der Kirche. Und wir haben diese Freiheit, beten oder nicht. Na, wir brauchen nicht, das heißt so, ne, gesagt, wir brauchen nicht, dass dieses Gebet, Rosenkranzgebet, zu beten, wegen unsere Heil zum Beispiel. Na, das ist keine das müssen wir nicht den Rosenkranz beten, um unsere Heil erlangen. Nein, das ist kein Dogma. Können wir so leben. Ist nicht mein Heil von der Rosenkranzgebet abhängig. Aber das Rosenkranzgebet ist eine, kann man sagen, eine Schule, die Jesus selbst hat besuchen, diese Schule, und dort können wir auch viel lernen, was Jesus selbst gelernt hat in dieser Schule mit dieser Meisterin der Mutter Gottes. Wir betrachten die Geheimnisse Christi, das Leben Christi, aber durch diese Augen der Mutter Gottes. Und wir schauen mit Mutter Gottes, mit der Mutter Gottes, die Geheimnis Christi. Das ist auch großartig. Der heilige Johannes Paul II. Hat auch diese Enzyklika, ich glaube es ist Enzyklika, Rosarium Virginis Mariae. Und sehr, sehr, sehr interessant, wo er spricht wegen die langweiliges Gebet, ne, die man denkt auch, das ist so langweilig, immer dasselbe, ne, und bringt nichts. Und er sagt so, dass Rosenkranz zu beten ist mit Maria das Antlitz des Herrn zu betrachten. Wenn man den Rosenkranz so betet, das ist ganz anders. Wenn wir jedes Geheimnis so betrachten, wenn wir die 10 Ave gegrüßet seist du Maria beten und wir denken an das Geheimnis Christi, diese erste Geheimnis oder zweite Geheimnis, ne? Und so weiter und so fort. Wenn wir so betrachten, das verändert unser Leben. Wirklich, weil das Geheimnis Christi, das Leben Christi, wir finden auch unser Leben. Im Freudegeheimnis, welche Freude haben wir im Leben? Im lichtreiche Geheimnisse, welche Licht auch brauchen wir in unserem Leben? Wie viel Licht Gott selbst hat in unserem Leben auch
entzündet, gebracht in unser Leben. Ne? Wie viel denken wir? Dann schmerzhafte Geheimnisse. Und das ist einfacher, ne? Wenn wir denken, unsere Probleme, unsere sehr viele Stress, sehr viel Problematik in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer Familie, wenn wir sehen die ganze Welt, unsere Nachbarn und so weiter und so fort. Ne? Das ist einfach, unsere Schmerz, unsere Gefühle und so weiter und so fort. Und das ist einfacher, wenn wir so betrachten auch. Ne? Und schmerzhafter vielleicht ist einfacher. Weil manchmal wir sehen mehr die Tragödie als die Freude, die Glück, das wir haben und tun können auch. Fähig auch. Und ja, und aber jedes Geheimnis, Christus, steht in unserem Leben dort. Ja? Und dann die glorreichen Geheimnisse. Ne? Wie viel Mal hast du in deinem Leben mit Jesus auferstanden? Wie viel Mal warst du in ganz, ganz, ganz tief Abgrund und dann wieder aufgestiegen? Wie viel Mal? Und das ist auch eine große Betrachtung, auch, dass ich euch einladen. Ja, so tief diese Gebet und hilf uns sehr, auch wenn nicht ein Dogma ist, hilf uns sehr, unsere Liebe auch zu zeichnen, auch unsere Liebe zu stärken. So verstehen wir das zweite Prinzip, das wir am Anfang gesagt haben. Gott will sich Mariens bei der Heiligung der Seelen bedienen. Diese Heiligung besteht aus, was der heilige Ludwig erklärt bei der Punkt 31. Ich werde diese Punkte auch hier lesen. 31. Gott Sohn will durch seine Liebe Mutter täglich neu gebildet werden und gleichsam in seine Gliedern wieder Fleisch annehmen. Darum spricht er zu ihr: In Israel soll dein Erbe sein. Es ist, als wollte er sagen: Gott, mein Vater, hat mir alle Völker der Erde als Erbe verliehen, alle Menschen, gute und böse, Gotteskinder und Weltkinder. Die einen werde ich mit einem goldenen Zepter regieren, die anderen mit einem eisernen. Den einen werde ich Vater und Fürsprecher sein, den anderen ein gerechter Rächer. Allen aber werde ich Richter sein. Du aber, meine geliebte Mutter, du sollst als Erbe und Besitz nur die Auserwählten haben, die in Israel versinnbildet sind. Als ihre gute Mutter sollst du sie gebären, nähren und aufziehen. Als ihre Königin sollst du sie führen, regieren und beschützen. Aber können wir fragen, ist Jesus ja schon Mensch geworden? Was fehlt noch zu formen?
wenn Jesus schon Mensch geworden, was fehlt noch? Und was fehlt wir? Wir in sein mystischer Körper, das heißt die Kirche, wir sind diese, die fehlen noch. Hier fehlt noch unsere Heiligung. Und wir sind in diesem Prozess. Dieser Monat ist auch in diesem Prozess der Heiligung. Gott will diese Heiligung durch Maria zu erfüllen. Über diese Wahrheit sagt der heilige Ludwig bei der Punkt 32. Er sagt, Mensch um Mensch ward in ihr geboren, spricht der Heilige Geist. Nach der Auslegung mehrerer Kirchenväter ist der erste Mensch, der aus Maria geboren ist, der Gottmensch Jesus Christus. Der zweite ist der bloße Mensch, das Adoptivkind Gottes und Mariens. Das bedeutet nicht, dass Maria hätte andere Kinder, ne, wie viele sagen. Diese zweite Sohn sind wir, alle menschliche Generation. An Maria, diese Generation, an Maria von Jesus durch den geliebten Apostel, der heilige Johannes, beim Kreuz anvertraut. Frau, sie dein Sohn. Und hier noch einmal dieser Ausdruck, Frau. Es ist eine große Trost wissen, dass alle Menschen sind von einer Frau geboren. Und so geschehen auch im Glaube. Das heißt, alle werden nur durch Maria im Glaube geboren auch, ne? Und dort bleiben. Wir können nur mit Maria unsere Glaube bewahren, stärken, unsere Glaube wachsen. Nur mit Maria. Nur durch Maria. Das heißt, wir haben als Mutter, unsere Mutter, die uns geboren hat und gebären hat, und im Glaube ist auch so. Der Mutter Gottes ist unsere Mutter im Glaube und sie hat diese Rolle, spielt diese Rolle in unserem Leben. Und lassen Sie durch Maria uns formen und als Christus auch bilden lassen. Maria macht Christus in uns. Und jetzt wollen wir einige Grüße sein zu Maria beten und an Maria unsere weiteren Schritte auch anvertrauen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und bis am Ende der Woche mit ein anderes Video.